Spitzenspiel der sechsten Runde hat bereits gestern stattgefunden. In einer hochklassigen Partie trennten sich WRC St. André und Austria Lustenau mit 3:3. Der Tabellenführer aus Kärnten beweist, dass er ein Meister der Effizienz ist. Die erste Chance in der 24. Minute nützt Stückler zum 1:0. Auch die zweite Chance ist ein Volltreffer. Jacobo trifft zum 2:0. In der zweiten Hälfte gelingt den Lustenauern aber binnen 2 Minuten der Ausgleich. Die Freude währt aber nur kurz, der Spanier Jacobo lässt die Kärntner noch einmal jubeln. Aber Zwischenbrugger sorgt in der 93. Minute dann doch noch für den verdienten Ausgleich. Der Tabellendritte Cashpoint Altach hatte heute die große Chance, näher an die Spitze heranzurücken. Der Titelanwärter aus Vordelberg ist mehr schlecht als recht in die Saison gestartet und hat das Feld zuletzt mit hängenden Köpfen verlassen. Bei 8 Punkten Rückstand auf Platz 1 war der Druck für Altach heute beim Auswärtsspiel gegen den SK in St. Pölten entsprechend groß. Die Altacher Auswärtsbilanz ist die große Hoffnung von Trainer Adi Hütter. 2 Spiele, 2 Siege, 6:0 Tore. Und das ist der Trumpf der St. Pöltener, Daniel Lucas Segovia. 4-mal hat der Spanier heuer schon getroffen. Segovia hat auch nach 8 Minuten die erste Chance des Spiels nach Freistoß von Fallmann, aber den Kopfball nicht optimal getroffen. Altach steht hinten gut und ist vorne erstmals nach 11 Minuten gefährlich. Und auch gleich erfolgreich. Christoph Schösswendner verlängert per Kopf und Philipp Netzer nickt ein. Da ist wieder die Altacher Lust auf Tore in fremden Stadien. Erste Chance, erstes Tor, St. Pölten ist geschockt. Und St. Pölten macht Fehler. Andreas Lienhardt hebelt mit einem Pass die komplette Abwehr aus und Daniel Schöpf lässt die Riesenchance auf das 2:0 aus. Die Gastgeber sind nur bei Standardsituationen gefährlich, aber selbst da machen sie sich das Leben selbst schwer. Schlecht ausgeführter Freistoß und im direkten Gegenzug Sega ganz allein. Wieder nichts, Altach müsste eigentlich längst 2:0 führen. So bleibt seine Zitterpartie. Zwierschitz mit starkem Einsatz gegen Erbeck. Der Wolleschuss von Hofbauer kann da klassemäßig aber nicht mithalten. Aber auch die Altacher wissen, wie man sich eine Torchance herausarbeitet. Super nachgesetzt von Seger. Wieder das Duell Schöpf gegen Vollenhofer und wieder verliert der Altacher. Zur Pause keine Spur von Entspannung bei Adi Hütter. Nur 1:0 für Altach. Bei den Gastgebern kommen dann Bezirovic und Peinsieb neu in die Partie. Alles beim Alten ist aber das Motto bei den Torchancen. Gleich nach Wiederbeginn wieder die Altacher, Schösswender mit der nächsten Möglichkeit und wieder rettet Thomas Vollenhofer. Der Tormann hält die St. Pöltner weiterhin im Spiel, weiter nur 0:1. Auch gegen Wolfsberg hatten die Altacher vor 4 Tagen beim Stand von 1:0 eine Chance nach der anderen. Alle haben sie vergeben und am Ende verloren. Klug ist aber der, der einen Fehler nur einmal macht, denkt sich Tommy in Minute 57. Jetzt ist es soweit, 2:0 für die Altacher nach einer Stunde. Die SKN-Abwehr schaut dabei erneut ehrfürchtig zu. Völlig verdient diese Führung für die klar besseren Gäste gegen enttäuschende St. Pöltner. Die Gastgeber dann wenige Sekunden nach dem 0:2 nur noch zu 10. Nach dieser Attacke von Manuel Rödel. Er will damit ein Zeichen setzen, aber das ist des Guten zu viel. Zu harter Einsatz gegen Thorsten Schick. Rote Karte für den St. Pöltner und das ist eine durchaus vertretbare Entscheidung. Alles in allem eine enttäuschende Vorstellung der St. Pöltner. Da hatte man mehr erwartet, nach zuletzt 2 Siegen in Folge. Aber so schauen sie aus, die Torchancen der St. Pöltner, die eigentlich keine sind. Die erste echte gibt es dann erst 6 Minuten vor Schluss und die wird dann auch verwertet. Dominik Hofbauer legt den ganzen Frust in diesen Schuss und das wird belohnt. Nur noch 1:2 in Minute 83. Keine Chance für Martin Kobras. Die letzten verzweifelten Angriffe der St. Pöltner, dieser Freistoß, klar über das Tor. Dann kommt auch Thomas Vollenhofer mit nach vorne. Eine Chance gibt es noch für die St. Pöltner. Die wird ermöglicht vom Altacher Tormann von Martin Kobras, grober Schnitzer. Aber da haben die Altacher Glück, der Ball geht an die Stange. Also fast ein Eigentor noch in der Schlussminute des Vorarlbergers, aber es bleibt dabei, Altach feiert in St. Pölten einen glücklichen, aber verdienten 2:1-Sieg. Ich glaube, St. Pölten hatte bis auf den Schluss nicht wirklich eine gute Torchance vorgefunden. Aber ich möchte auch St. Pölten hier ein Kompliment machen für die letzten 20 Minuten mit einem Mann weniger, wie sie Leidenschaft gezeigt haben, wie sie uns versucht haben, natürlich noch das 2:2 machen. Das Kompliment an die St. Pöltener Mannschaft, aber unterm Strich ein klarer, verdienter Sieger ist jetzt hier Altach heute. Heute
Walter auch mit ihrer Bundesliga-Mannschaft, mit der Riesenerfahrung, mit der Qualität, die im Kader haben, einfach besser als wir. Und das muss man auch neidlos anerkennen und dem AD Hütter und seinem Team gratulieren. In St. Pölten weiß man also noch nicht, wo die Reise heuer hingehen wird. Altach darf sich nach dem Sieg hingegen wieder nach oben orientieren. In der Untersberg Arena in Salzburg trafen sich heute die punktegleichen Teams SV Grödig und die Wiener. Die beiden Mannschaften haben nach 5 Runden mit je 2 Siegen und 2 Niederlagen die gleiche Bilanz, aber unterschiedliche Formkurven. Grödig hat zuletzt auswärts 2-mal voll gepunktet, die Wiener 2-mal verloren. Der Zählerstand war allerdings derselbe. Ja, aber der Druck liegt eindeutig bei Alfred Tata und seiner Wiener nach den letzten beiden Niederlagen. Grödig beginnt stark, 14. Minute, weiter Pass auf Joachim Parapatitz. Die Abwehr der Wiener ist zu wenig konsequent, der Ball bleibt bei Grödig. Jukic auf Krammer. Und da ist noch einmal mehr so den Jukic mit dem 1:0. Wunderschön herausgespielt, Parapatitz nicht im Abseits. Und dann lässt Parapatitz weiterlaufen für Mersudin Jukic und der erzielt mit seinem dritten Saisontor das 1:0. Freude auch bei den Salzburger Fußballgrößen Heimo Pfeifenberger, Franz Aigner und Otto Konrad, die Betreuer der Grödiger. Alfred Tata und Gerd Fellner sehen aber dann eine bessere Mannschaft, eine bessere Wiener nach 30 Minuten. Gute Chance für Wolfi Meier, aber da rettet die Stange. Wolfgang Meier sprintet hier in den Schuss. Und für Andreas Schranz rettet die Grödiger Stange. Die erste Halbzeit endet dann mit einem bitteren Zusammenstoß zwischen Sebastian Siller und Markus Lackner. Sebastian Siller scheidet mit Verdacht auf Gehirnerschütterung und Jochbeinbruch aus und kann nicht mehr weiterspielen. Wiener wechselt, bringt Mattes und Tod für Lackner und Meier. Und das bringt der Beginn der zweiten Halbzeit wieder ein bisschen Schwung in den Angriff der Döblinger. Die Wiener allerdings vor dem Tor der Grödiger zu harmlos. Die Salzburger jetzt mit Ernst Öbster, der nach einer Stunde für Peter Riedl eingewechselt wurde. Und der Ex-Innsbrucker, der Salzburger, bringt wieder mehr spielerische Elemente beim SV Grödiger auf den Rasen. Mersudin Jukic mit dem Versuch. Schon langsam wird Alfred Tata zornig. Zu Recht, denn seine Mannschaft findet gegen die Grödiger keine Mittel mehr. Thomas Krammer auf der rechten Seite spielt heute sein bestes Spiel in dieser Saison. Sieht Joachim Parapatitz und der Neuzugang der Grödiger erzielt in der 68. Minute das 2:0. Krammer auf Parapatitz und so einfach ist Fußball. Dann kommt Diego Viana zu seinem Comeback in der 79. Minute, wird eingewechselt für Mersudin Jukic. Der Brasilianer sorgt gleich für zusätzliche Gefahr im Strafraum der Wiener. Kram auf Viana, Parapatitz hebt das Bein und schon steht es 3:0 in der 84. Minute. Viana ganz allein im Strafraum und das ist die Vorentscheidung in diesem Spiel. Eine Minute später, wieder über die rechte Seite, diesmal über Joachim Parapatitz. Der wartet, schaut auf, sieht Viana, der bekommt den Ball und erzielt eine Minute später in der 85. Minute. Den Endstand zum 4:0. Die Grödiger setzen die Serie fort, aber nicht alles war gut. Ja, wir haben zwischendurch einmal so dahin gezittert. Wiener hat auch ein paar Chancen gehabt, so war es ja nicht. Erste Halbzeit da die Konzentration ein bisschen gefällt, auch das Stellungsspiel, aber im Großen und Ganzen, wenn du daheim 4:0 gewinnst, ist das überaus positiv und vor allen Dingen auch die Spieler, die reingekommen sind, haben sich sensationell dann eingefügt in die Mannschaft. Ich kann unterm Strich nur sagen, am Schluss hat man sich aufgegeben, was in dieser Form eigentlich inakzeptabel ist. Jetzt werden wir das Ganze neu aufsetzen müssen, weil in dieser Form, wenn wir so weiter agieren, sehe ich nur eine Situation, die der ähnelt wie letztes Jahr, dass man hin und wieder auch ein Schlachtopfer ist für die anderen. Am heutigen Tag eben für den SV Grödig, der auf einem guten Weg ist, in den letzten 3 Spielen 11 Tore erzielt hat und 9 Punkte geholt hat. Das freut natürlich auch den Eckstürmer Heimo Pfeifenberger.